willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wie ihr dem Titel bereits schon entnehmen könnt, geht es sich heute nochmal um einen Haul. Denn ich war das letzte Wochenende in England, sprich in London, ein bisschen zum Shoppen unterwegs. Wir waren das letzte Jahr zwar auch schon mal da, haben aber dort das ganze Sightseeing hinter uns gebracht, sodass wir uns diesmal wirklich nur noch auf gutes Essen, bummeln gehen und shoppen konzentrieren konnten. Und ich habe dort ein paar wunderschöne Sachen mitgenommen. Und wer Interesse hat an einem kleinen UK-Haul, der bleibt dran. Ich starte auch gleich mit der Kosmetik und zwar schon ab dem Punkt Duty-Free auf dem Hinflug. Wir sind ab Köln-Bonn geflogen, was Ryanair ja mittlerweile ganz, ganz neu anbietet, also auf jeden Fall checken. Und hatten noch über eine Stunde Zeit, bis das Boarding anfing, was sehr fatal ist, denn dann stöbert Silvi natürlich gerne mal wie jede andere Frau auch durch den Duty-Free. Ich habe da aber jetzt nicht mega viel mitgenommen, sondern ich habe wirklich noch ein Produkt abgesehen, was ich unbedingt noch mal haben wollte. Und zwar ist das in Sachen Make-up meine erste Wahl in Sachen High-End. Und zwar ist das das Vita Lumière Aqua von Chanel. Gab es oder ist immer noch ein ziemlicher Hype um dieses Produkt. Ich bin immer noch super, super begeistert. Ich habe auch in der Zwischenzeit andere High-End-Make-ups noch probiert, wie von Lancôme oder auch nochmal ein anderes von Chanel. Aber das Vita Lumière Aqua kommt kein anderes dran. Und ich habe es jetzt heute auch drauf. Es ist ein mega, mega leichtes Make-up. Also wenn ihr das auf die Hand auftragt, dann läuft es halt wirklich sehr, sehr wässrig die Hand runter. Es hat nicht die dickste oder die größte Deckkraft, aber ich mag es sehr gerne, dass das Make-up so super natürlich aussieht. Und es gibt mir ein sehr, sehr frisches Aussehen. Es wirkt in keinster Weise irgendwie klecksig auf der Haut oder sonstiges. Es muss so auf jeden Fall nochmal mitkommen. Ich habe es jetzt in der Farbe 10 in Beige. Es ist, glaube ich, einer der hellsten Töne, wenn nicht sogar der hellste Ton. Aber, oh, guck mal, eine pinke Strähne vom Lipgloss. Auch schön, oder? Super. Ist egal. Nicht drauf konzentrieren, Leute. Wo war ich stehen geblieben? Genau, in der Farbe 10 Beige. Es ist jetzt bei mir auf jeden Fall ein guter Herbst-Winterton. Meine Haut ist momentan schon sehr, sehr hell geworden. Wem es zu hell ist, das lässt sich auch mal wunderbar mit anderen Make-ups mischen, was ich momentan auch tue. Aber ja, long story short, mega geiles Make-up. Ich habe jetzt beim Duty Free anstatt, ich glaube sonst kostet es immer 43, ich habe jetzt glaube ich 37 Euro dafür bezahlt. Dann machen wir weiter mit Boots, wie ihr kennt oder wie ich auch schon mal bereits in den letzten Videos gesagt habe. Boots ist ja so das, was bei uns DM und Rossmann ist in Deutschland. Und ich bin, glaube ich, in 4 oder 5 unterschiedliche Boots reingerannt mit dem Hintergrund, dass ich ja unbedingt nochmal diese Conditioner-Tönung für die Haare haben wollte, die ich ja auch vor 2, 3 Videos einmal angewendet habe in so einem kalten Lila-Ton. Ich wollte aber unbedingt den Rosa-Ton davon haben, was natürlich in jedem Boots ausverkauft war. Ich weiß nicht, was da los ist, ob das irgendwie so super beliebt ist. Ich kam auf jeden Fall nicht dran. Aber ich habe ein paar andere Schätze mitgenommen. Zum einen von der Marke Bourjois. Werdet ihr vielleicht von der ein oder anderen YouTuberin aus UK oder Irland schon kennen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Da habe ich zugeschlagen, denn Bourjois hat angeboten, 3 Produkte mitnehmen, 2 bezahlen, was halt recht gut ist, denn die Produkte sind nicht so ganz günstig von der Drogeriemarke. Also pro Produkt zahlt man schon so um die 8 Pfund, was umgerechnet jetzt echt nicht wenig ist. Ich starte mal mit dem Blush. Das ist die Farbe 74, Rose Ambre. Sieht so aus. Die habe ich auch gerade drauf. Das allererste Mal zum Testen. Das Licht blendet jetzt einiges weg. Ich habe mich nämlich heute definitiv überblusht, weil das Zeug ist mega pigmentiert. Sieht so aus. Ist eine wunderschöne Farbe. Geht so ein bisschen in so ein Altrosa rein. Mir gefällt es richtig gerne. Es lässt sich wunderbar verteilen. Wie gesagt, man muss ein bisschen aufpassen am Anfang, da es recht stark pigmentiert ist. Und ich habe nochmal nach einem hellen Lidschatten gesucht, den ich ja gerne über das komplette bewegliche Lid auftrage. Und ich bin auch so ein Junkie mit hier hellem Lidschatten nochmal unter den Augenbrauen auftragen. Und da habe ich von Bourjois die Farbe 90 mitgenommen. Schaut so aus. Und ja. Ist einfach nur ein schönes Weiß. Und es lässt sich auch, habe ich heute auch testweise drauf, hat auch sehr, sehr schön auf den Augen verteilen und unter den Augenbrauen. Also mit den 2 Produkten bin ich sehr begeistert. Und dann habe ich noch einen Lipgloss, Lippenstift, Longlasting.
Lipgloss mitgenommen, den ich auch schon bei anderen britischen YouTubern gesehen habe. Das ist nämlich, glaube ich, eine neue Edition von Bourjois. Nennt sich Rouge Edition Velvet. Soll matt trocknend sein. Also das Finish ist matt. Und ich habe einige, also es gab wirklich, ich glaube, 10 unterschiedliche Farben. Wobei bei den anderen Farbfamilien habe ich halt schon sehr, sehr viel. Bing, eine Nachricht. Habe ich schon sehr, sehr viel zu Hause und ich habe etwas gesucht, in die Richtung ich noch nichts habe. Und dieses Fuchsia hat mich so dermaßen angemacht. Ich habe es jetzt auch eben schon einmal geswatcht, deswegen habe ich es auch schon im Haar und jetzt so eine wunderschöne pinke Strähne drin. Gut, dass es Longlasting ist. Und zwar sieht das Ganze so aus. Eine mega Farbe. Ja, das schönste deckende Fuchsia, was es gibt. Ich werde auch mal schauen, ob ich das einfach in dem nächsten Video, was ich dann mal mache, trage. Ja, Hammerfarbe. Wie gesagt, die drei Produkte, davon habe ich dann im Prinzip auch nur zwei bezahlt. Mega, mega gut. Dann bin ich im vierten oder fünften Anlauf, wo ich zum Boots gelaufen bin, an einer Marke vorbeigerannt, die nennt sich Number 7. War mir so noch kein Begriff, kannte ich auch nicht aus den anderen Boots. Ist recht hochpreisig auch für ein Drogerieprodukt. Aber ich habe eine Vollbremse gemacht bei der Nagellackabteilung, beziehungsweise an dem Nagellackstand davon und bin an dem Produkt kleben geblieben. Das ist von Number 7 die Farbe Neptune. Ich habe sie auch heute drauf. Das ist das wunderschönste Dunkelblau, wo gibt. So richtig schön mit noch so einem Grauanteil drin, schön schlammig und tiefblau. Mega schöne Farbe. Ich habe zwar schon Blautöne in meiner Make-up-Sammlung, in meiner Nagellack-Sammlung, aber das ist dann alles eher so ein knalliges Blau, Königsblau und so weiter. Ich habe aber noch mal was gesucht, was wirklich schön dunkel ist. Der Nagellack hätte eigentlich, ich glaube, 8 Pfund gekostet, also auch wirklich nicht wenig für ein Drogerieprodukt, wie gesagt. Aber die Dame an der Kasse hat dann so einen schönen, was war das, so ein Rabattcode irgendwie, Zettelchen rausgeholt und sagte dann, soll ich Ihnen den einlösen? Ich sage, oh, das wäre aber nett von Ihnen. Und deswegen habe ich dann für den Nagellack im Endeffekt nur noch 4 Pfund bezahlt. Der musste mit. Dann auch ebenfalls aus dem Boots eine Marke, die ist in England und Irland in der Drogerie gibt. Bei uns gibt es sie leider nur im Douglas. Auch nicht allzu günstig, aber ich bin immer sehr, sehr verliebt in dieses Produkt. Das ist die Marke Soap and Glory. Wird dem einen oder anderen mit Sicherheit schon ein Begriff sein. Und zwar habe ich da so ein bisschen rumgeschaut und bin an diesem Body Scrub hängen geblieben. Was nichts anderes ist als ein Zuckerhautpeeling. Übrigens, wir waren mit Handgepäck unterwegs. Also ich habe mir das wirklich nach dem Check-in auf dem Rückflug geholt in Duty Free dann. Sonst hätte ich das nicht mitnehmen können. Das Ganze sieht so aus. Wie man sieht, habe ich das schon einmal mit den Fingern durchgestrichen und es bei der letzten Dusche schon einmal ausprobiert. Das Zeug riecht unglaublich gut, wie eigentlich alles von Soap and Glory. Eine ganz dicke, zuckrige Paste. Wunderbarer Duft, lässt die Haut wirklich danach super weich erscheinen, was ja eigentlich auch jedes Peeling tut. Aber ich bin halt so abgegangen auf die Konsistenz und diesen Duft der Marke Soap and Glory. Smashed Brown Sugar, Sweet Lime, Almond Oil and Macadamia Grains. Das ist da drin und das merkt man auch. Und ja, ein sehr, sehr geiler Kauf. Ich habe dafür, glaube ich, 8 oder 9 Pfund auch bezahlt. Also irgendwie hängen die da ständig bei diesen 8 Pfund. Das war jetzt vom Duty Free. Ich kann euch jetzt nicht sagen, was das jetzt bei uns im Douglas kosten würde, dieser Body Scrub. Habe ich noch nie so nachgeschaut. Dann auch noch mal etwas in Sachen Kosmetik, aber das habe ich mir auf dem, wie heißt es? Portobello Road Market geholt, was ja, glaube ich, so der größte Flohmarkt in England ist oder Antiquitätenmarkt. Ich liebe diesen Markt, Leute. Wenn ihr in London seid, ihr müsst unbedingt zum Portobello Road Market gehen. Ist, glaube ich, weltbekannt und läuft über an Samstagen. Da war ich auch an einem Make-up-Stand ein wenig stehen geblieben. Und zwar hatte der Typ unter anderem Glosse von Revlon. Ich kenne Revlon jetzt in Deutschland nicht. Also ich habe zumindest Revlon noch nicht in Deutschland gesehen. In Großbritannien ist es auf jeden Fall eine sehr bekannte Marke und sehr beliebte Marke. Und dort habe ich mir nochmal so ein schönes Orange-Rot mitgenommen. Das Ganze sieht so aus. Ist nicht so ganz deckend wie der Fuchsia-Ton. Aber nichtsdestotrotz eine wunderschöne. Oh, das sieht ein bisschen schäbig aus jetzt.
ein bisschen mehr Mühe geben. So, das ist ein wunderschönes Rot-Orange. Ich hatte fast die gleiche Farbe aus dem Klamottenladen Bershka. Die haben ja auch so eine kleine Make-up-Abteilung. Und ich habe immer sehr viele Komplimente bekommen, wenn ich ein Orange-Rot auf den Lippen hatte. Deswegen dachte ich, das wäre ein ganz guter Kauf auf dem Flohmarkt. Ich habe jetzt für diesen Revlon Gloss, ich glaube, 3 Pfund bezahlt. An dem gleichen Stand gab es auch bei dem Herren ein paar Make-up-Brushes von Stila. Die sind ja auch recht bekannt in UK, bei uns jetzt glaube ich gar nicht mal so. Auch eigentlich nicht so günstig. Ich habe jetzt bei dem Flohmarktstand dafür, ich glaube, 8 Pfund bezahlt. Natürlich komplett verpackt in der Verpackung, so wie es sein sollte. Also jetzt nicht irgendwelchen Schmuddelkram geholt. Das ist jetzt die Nummer. Da hat sich doch mein Akku gerade mal gedacht, zu verabschieden. Ich musste gerade noch mal kurz laden. Wo war ich stehen geblieben? Ich war stehen geblieben, glaube ich, bei meinem Portobello Road Market Kauf. Und dort habe ich mir noch an dem gleichen Kosmetikstand einen Pinsel von Stila mitgenommen. Das ist die Nummer 21. Und während mein Akku gerade geladen hat, habe ich noch mal ein bisschen im Internet gegoogelt und habe gesehen, dass dieser Pinsel eigentlich 21, komischerweise, das ist aber nicht der Preis, 21 Pfund kostet im Internet, was echt scheiße teuer ist. Ich habe für diesen Pinsel jetzt auf dem Flohmarkt 8 Pfund bezahlt, was definitiv dementsprechend ein Schnapper war. Auch wenn Flohmarkt, das war natürlich komplett verpackt in der Originalverpackung und so weiter und so fort. Das ist ein Make-up und Brush. Und ich habe ihn heute schon mal für meinen Rouge verwendet und bin sehr, sehr begeistert. Ich werde ihn demnächst auf jeden Fall für mein Make-up mal benutzen. Und ja, die britischen YouTuber sind auf jeden Fall immer sehr, sehr begeistert von diesen Pinseln. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es sich in Sachen Make-up verhalten wird. So viel dazu. Dann kommen wir noch ein bisschen was in Richtung Textil. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte eigentlich ein bisschen, ich würde ein bisschen mehr shoppen in Sachen Klamotten. Es ist aber eigentlich nur bei ein paar Unterwäscheartikeln geblieben. Und zwar handelt es sich um diese wundervolle Marke hier. Jeder kennt sie, die obligatorischen Victoria's Secret Tüten. Ich habe ganz viele Mädels damit rumlaufen gesehen, habe Ewigkeiten nach dem Shop gesucht, weil er unüblicherweise nicht auf der Regent und nicht auf der Oxford Street ist, sondern so ein bisschen verwinkelter liegt. Und da habe ich diesmal keine kosmetischen Produkte gekauft, denn wir hatten nur Handgepäck mit und da ist es ja mit dem Zipbeutel immer so eine Sache. Deswegen habe ich da eine Unterwäsche zugegriffen. Ist es ein Tabu, seine Schlüpper beim Haul in die Kamera zu halten? Wenn ja, dann ist dieses Tabu jetzt gebrochen. Denn die 3 Schlüpper, die ich mir geholt habe, sind absolut sehenswert. Victoria's Secret hat nämlich dieses schöne Angebot gehabt, dass man 3 Slips zum Preis von 27 Pfund kaufen kann. Beliebiger Auswahl. Ich finde auch 27 Pfund jetzt nicht gerade günstig für 3 Schlüpper. Ich war auch vorher sehr kniepig, wenn es um meine Unterwäsche ging. Aber die Slips sind der absolute Hammer und ich zeige es euch mal eben. Ich habe zweimal quasi das gleiche Design gegriffen, weil ich das einfach nur super, super schön finde. Und zwar sehen die so aus. Das ist jetzt so ein dunkles Lila, so ein Satinmaterial mit wunderschön verarbeiteter Spitze. Und hinten hat es nochmal, ja, sowas wie so eine Corsage-artige Schnürung am allerwertesten. Und die Dinger sehen einfach so schön aus. Die haben es mir total angetan. Und weil ich dieses Design so toll fand, habe ich mir das gleiche auch nochmal in einer anderen Farbe geholt. Und zwar in einem hellen Violett. Das schaut so aus. Auch wieder mit schwarzer Spitze und einer schwarzen Schleife vorne dran. Und hinten natürlich dann auch wieder diese wunderschöne Schnürung. Ja, hammermäßig. Der dritte ist so ein bisschen mein Barbie-Schlüpper, wie ich ihn getauft habe. Der hat so ein ganz, ganz helles, rosafarbenes, metallisch schimmerndes Material. Ich finde den wunderschön und hinten ist er auch nochmal so ganz leicht gerafft. Also die 3 Schlüpper mussten natürlich mit bei Victoria's Secret und ich bin doch sehr, sehr froh, dass ich sie mir gekauft habe. Wer es kennt, weiß natürlich auch, dass sie da wunderschön das Ganze in einem tollen Papier verpacken und nochmal ein wunderschönes Blumenpapierchen obendrauf. Also wer ein Sucker für Verpackung ist, ja, kommt bei Victoria's Secret definitiv auf seine Kosten. Das dazu. Dann bin ich auf der Regent Street unterwegs gewesen und mein Freund und ich sind mega, mega große Superdry-Fans. Ich auch schon eigentlich seit der ersten Stunde. Ich weiß noch, dass die ersten 3 Modelle damals im Last for Life in Aachen rauskamen. Waren damals auch noch schweineteuer, weil sie es eigentlich gerade getestet haben.
Und seitdem hat mich Superdry in seinen Bann gezogen. Die T-Shirts sind jetzt nicht die günstigsten, also die liegen so bei 30 Euro ungefähr das Stück. Aber ich bin von der Qualität unglaublich begeistert. Jedes Mal, sie verdrehen sich nicht, sie laufen nicht ein, die Nähte halten sehr lange. Und auch der Aufdruck, das ist jetzt schon wirklich uraltes T-Shirt. Die halten wirklich sehr, sehr lange. Und ich wollte unbedingt, weil das so langsam Schrott wird, mir nochmal ein weißes T-Shirt zulegen. Das sieht jetzt so aus. Der Aufdruck ist jetzt hier nochmal in Rot und in Dunkelblau, was natürlich sehr, sehr geil aussieht zu einer roten Lippe. Das Shirt lag jetzt bei, ich glaube, 22 Pfund, also eigentlich nicht viel günstiger als in Deutschland. Ich habe gedacht, dass ich es günstiger kriege in London, denn Superdry ist eine britische Marke. Aber leider Gottes ist es so Pi mal Daumen eigentlich der gleiche Preis wie in Deutschland. Also das T-Shirt musste mit. Ich finde es super schön und ich habe die Auswahl in diesem vierstöckigen Superdry Store definitiv ausgenutzt, um da wirklich alles Mögliche durchzustöbern und mir mein liebstes Shirt rauszusuchen. So, dann kommen wir zu den Artikeln, die bei mir, wo ich definitiv die meisten Scheine für hingeblättert habe, beziehungsweise wo meine Kreditkarte am meisten für geglüht hat. Und zwar bin ich in Sachen Schuhe, speziell Sneakers, so ein bisschen ausgerastet. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich unbedingt ein paar von diesen Nikes haben wollte. Nicht die Air Max, ich wollte eigentlich die ganz normalen Nike Free, ich glaube 3 oder 5.0 haben. Ich war in einigen Schuhgeschäften auch gewesen, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es in meiner Beinform liegt oder meiner Größe, stehen mir diese Schuhe nicht so richtig gut. Und wir waren am letzten Tag bei Topshop. Und Topshop hat im Keller die Schuhmarke Office. Und Office hat einige Nike-Schuhe. Und ich habe mich in dieses Modell hier verliebt. Und zwar sind das von Nikes, ich glaube die Nike Air heißen die. Oh, lass mich jetzt nicht lügen. Ich finde jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig die Bezeichnung dieser Schuhe. Also mein Freund meint, es müssten Air. Aber nicht Air Max sein, weil die haben hier dieses Luftkissen nicht. Es sind auf jeden Fall ein paar Retro-Sneakers in einem wunderschönen Bordeaux-Rot. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich hatte es eigentlich schon aufgegeben, weil wie gesagt, es war am letzten Tag. Und sehr viele Schuhe waren auch wirklich recht teuer in London. Sodass ich gesagt habe, nee, komm, guckst du online und bla bla. Aber als ich die gesehen habe, die mussten auf jeden Fall mit. Die lagen jetzt bei, ich glaube, knapp 70 Pfund ungefähr. Also es ist ungefähr der gleiche Preis, den ihr auch online bzw. auch in Deutschland dafür bezahlen würdet. Aber was ich so geil fand, ich habe diese Schuhe halt so noch nicht gesehen. Ich habe unterschiedliche Modelle gesehen, aber dieses wunderschöne Bordeaux-Rot mit diesen Metallic-Aufsätzen hier und ja, keine Ahnung. Also so wie sie sind, kannte ich sie noch nicht und deswegen mussten die auf jeden Fall mit und die haben mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das war der erste Streich, der zweite folgt zugleich, denn ich habe noch ein zweites Paar Sneakers geholt. Dazu muss ich sagen, muss ich ein bisschen futeln, denn die sind bestellt worden. Ich habe sie aber in London entdeckt und mich verschossen in diese Schuhe. Sie war mir da aber einfach zu teuer, beziehungsweise es gab sie oft nicht in der richtigen Farbe, nicht meiner Größe und so weiter und so fort. Die sind da ein bisschen seltener gewesen. Und deswegen habe ich sie, sobald ich aus London zurückkam, in Online-Shops geschaut. Und siehe da, es gab sie hier um einiges günstiger. Und zwar sind das diese hier. Die Sneakers sind ebenfalls von Nike. Das ist das Modell Sky High. Ich mag die ja sehr, sehr gerne, diese Wedge-Schuhe. Und ich wollte sie halt unbedingt in diesem Olivgrün haben. Das Paar ist, ich glaube, so ein bisschen love it or hate it. Es gibt viele, die diese Art von Schuhen nicht so gerne mögen. Aber ja, ich bin auf den ersten Blick drauf abgefahren, als ich sie gesehen habe. Die haben auch eine wunderschöne Struktur vom Textil her. Und die haben in London, ich glaube, das günstigste, das allergünstigste, was ich gesehen habe, war 85 Pfund. Ansonsten lagen sie bei 100, 110 Pfund. Also sie waren halt scheiße teuer gewesen in London. Ich habe mich dann, während ich dann hier auf der Couch lag, in Online-Stores geschaut in Deutschland und siehe da, es gab ein einziges Geschäft, wo ich anstatt der obligatorischen 120 Euro, so viel kosten die normalerweise, habe ich sie für 89 bekommen und zwar ist das bei Colibri,
Shop, heißt der so. Ich kann euch auf jeden Fall nochmal unten verlinken, wenn ihr Interesse an den Schuhen habt. Da hatten sie ohne Witz genau dieses Paar in grün, in olivgrün, dann für 89 Euro verkauft. Und ja, das musste mit. Ich habe es jetzt mal in den London Haul dazu gepackt, weil wie gesagt, das sind beides Modelle gewesen, in die ich mich abgöttisch verliebt habe während des London Trips. Und ich würde sagen, ich bin für den Herbst sneakers technisch auf jeden Fall auf